Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Hier ist Natascha und heute machen wir wieder was in meinem Planer. Ich habe die Woche 36 für euch heute und ganz einfach, wir starten, indem wir die Seiten aus dem Planer nehmen und das Ganze mit gerissenem Papier so ein bisschen abtrennen. Das heißt, wir decken die Stellen ab, die wir halt nicht einfärben möchten und lassen halt in der Mitte, wo die Löcher sind, Platz frei fürs Schablonieren. Ich habe mir hier fünf Farben Distress ausgesucht: rosa, rot, helles Blau, dunkles Blau und lila Ton und nehme zu Hilfe noch eine Schablone. Diese ist von My Favorite Things, die habe ich vor kurzem neu gekauft. Und wir fangen mit rosa an und mit unseren wunderschönen Pinselchen. Ich habe zweimal mit Rosa gewischt und gehe mit Rot weiter. Das heißt, ich schiebe immer so ein bisschen die Schablone, drehe ich und schiebe sie runter. Und wir arbeiten von oben nach unten. Nach zweimal Rot kommt jetzt zweimal Hellblau oder sogar dreimal. Ich habe dann festgestellt, dass meine Fläche doch relativ groß ist. Nee, das ist bei zwei geblieben. Und jetzt gehen wir mit dem dunklen Ton weiter. Das müsste so eine Art Jeansblau sein. Und ihr seht, je dunkler die Farben sind, desto stärker ist der Kontrast und desto besser kann man diese Schablonen, diese Wolken erkennen. Ich habe gemerkt, dass meine Schablone irgendwann halt ein bisschen sehr dreckig war, also habe ich die erst sauber gemacht und dann gehen wir mit dem lila Ton weiter. Und der ist, wie ihr seht, auch noch ein bisschen dunkler, kräftiger. Und ja. Einfach, genau, ja, es wird alles wiederholt. Das heißt, die Schablone wird weiter gedreht, weiter tiefer gesetzt. Und am Ende angekommen, färben wir noch ein bisschen von unten in das Papier rein. Das ist quasi so eine, ja, Fantasie-Wolkenlandschaft. Ich habe auch noch die Glitzer-Flüssigfarbe oder Acrylfarbe vom Action, die einfach nur Glitzerpartikel enthält. Die habe ich jetzt gut durchgeschüttelt und gebe das auf einen Acrylblock und verteile das mit meinem Pinsel auf meinem gewischten Hintergrund. Da sieht man jetzt im Video nicht so gut, aber die Glitzerpartikel sind richtig krass. Ich lasse das halt an der Seite Luft trocknen, mache noch die Schablone hier fertig sauber mit einem Feuchttuch und mit einem Mikrofasertuch. Natürlich auch die Arbeitsfläche. Hier habe ich einen Digi-Stempel von The Paper Shelter. Ich bin im Designteam und bekomme diese halt auch umsonst. Das heißt, ich bin im Challenge-Team und ich habe mich diesmal für diesen relaxten Drachen entschieden und die Elfe. Und ich dachte, ja gut, wir packen unsere Aquarellstifte wieder raus und gehen halt mit dem Pinsel auf den Stift und verteilen die Farbe auf dem Motiv. Ich weiß nicht warum, aber inzwischen mag ich diese Variante wesentlich besser. Es hinterlässt keine ja, fiesen Striche auf dem Papier. Man kann die Farbe viel leichter dosieren und ich fange ja sowieso grundsätzlich immer le also leicht und zart an und mache halt erst quasi eine Grundierung. Bei Aquarellfarben ist das halt auch so eine Sache. Ihr müsst schon relativ viel Schichten, damit ihr einen kräftigen Farbton erzielt, falls ihr das überhaupt wünscht. Und ja, ich habe mit Hellblau angefangen, habe dann halt die Flügel vom Drachen und von der Elfe so ein bisschen eingefärbt, bisschen die Schuppen. Und ja, ich habe mich entschieden, dass ich den Drachen jetzt doch gerne lila habe und habe mir dann halt einfach einen lila Stift genommen. Und wie ihr seht, mache ich das alles mit einer Farbe. Und je nachdem, wie konzentriert die Farbe halt ist, wird das ein bisschen dunkler, an den meisten Stellen halt was heller. Aber wie gesagt, das ist alles noch Phase 1, also der Erstanstrich. Und da ist das eigentlich relativ zaghaft. Und ihr seht trotzdem, dass ich gewisse Stellen auslasse. Ich lasse sie komplett weiß. Das sind meine sogenannten Highlights. Hier habe ich angefangen mit dem Pinsel einfach nur Punkte zu setzen, um dann einfach diese schuppige Struktur des Drachen so ein bisschen zu imitieren. Ich fand irgendwie, das passte hier ganz gut rein und dachte, ja gut, mal was anderes.
nicht immer dieselbe Art zu kolorieren, auch immer wieder was Neues ausprobieren und austesten. Manchmal ist das so, da gefällt es einem, manchmal gefällt es halt nicht, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Hier nehme ich einen etwas dunkleren Lilaton und versuche diese Schattierung bzw. diese Schuppen noch etwas kräftiger hervorzuholen, indem ich dann halt an gewissen Stellen noch weitere Punkte setze. Es ist natürlich alles super schnell beschleunigt. So schnell kann ich nicht kolorieren. Deswegen, ich wollte aber auch euch nicht unheimlich langweilen. Also hier habe ich einen etwas kräftigeren Blauton genommen und schattiere die vorher hellblau eingefärbten Flächen. Das heißt, da wo ich denke, der Schatten sitzt, gehe ich dann halt mit diesem kräftigen Blau rein, um mir halt das Ganze ein bisschen einzufärben. Das ist jetzt leider aus dem Bild gerutscht, aber die Schuppen habe ich halt, die vorher blau waren, auch ein bisschen schattiert. Genauso jetzt die Flügel der Elfe. Also da wird einfach da, wo ich denke, dass Schatten sitzt, einfach die Farbe aufgetragen. Und dann habe ich mir gedacht, die Hörner könnten ja auch blau werden. Das passt dann irgendwie ins Gesamtbild. Ich bin ja sowieso kein Mensch, der viele Farben miteinander kombiniert, sondern eher so ein, zwei und dann halt das andere sehr neutral hält. Hier habe ich mich für einen Hautton entschieden und angefangen auch die Elfe auszumalen. Auch hier lasse ich gewisse Stellen aus und färbe den Rest aber schon flächig, aber ziemlich flächig ein. Dann habe ich mich für einen etwas hellen Braunton entschieden und habe hier auch schon wieder schattiert. Das heißt, die Außenkonturen ein bisschen betont, da wo ich denke, dass der Schatten sitzt. Zum Beispiel der Kopf, der schmeißt einen großen Schatten. Das heißt, der Hals ist meistens komplett dunkel. Also da bleibt nicht viel Licht über. Hier habe ich Rosa wieder in der Hand und färbe halt die restlichen Elemente ein, die ich noch vorher nicht hatte. Bei dem Haar habe ich mich für einen Blondton entschieden. Da fange ich meistens ja wie hier mit Gelb an. Mit Lila sage ich schon, mit Orange wird das Ganze dann verstärkt, schattiert. Hier haben wir einen Braunton. Und das ist ja sozusagen quasi schon, zumindest bei der Haut, der dritte Anstrich, die dritte Farbe, die hinzukommt. Und damit wird halt wirklich ja, der letzte Schatten, der letzte Kontrast quasi. Jetzt auch die Nase wird betont, die Gesichtskonturen. Und das ist, glaube ich, ein grauer Ton. Es ist leider sehr schlecht im Bild zu erkennen. Aber ja, das müsste grau sein. Ich habe dann alles angefangen zu schattieren und habe mir gedacht, ich mache es mir halt einfach und mache das Ganze mit Grau. Ich meine, bis auf den Hautton habe ich das meiste auch mit Grau schattiert. Das ist halt irgendwo auch natürlich, weil ihr kennt es ja selber. Es wird alles dunkler, wo der Schatten sitzt, und Grau ist halt eine sehr neutrale Farbe und passt sich eigentlich so ziemlich jedem Farbton an. Nichtsdestotrotz, also werde ich gleich auch noch mit Braun das Ganze noch ein bisschen verstärken, weil der Grauton, den ich gewählt habe, relativ schwach ist. Aber der wirkt auch irgendwie auch natürlich. Hier habe ich auch die Punkte nochmal. Das ist übrigens Braun jetzt verstärkt. Und ich weiß nicht, also durch die Zunahme von Braun wirkt das Ganze ein bisschen weicher, natürlicher und auch lebendiger. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist, aber Schwarz oder Grau sind sehr kalte Töne und Braun, der macht das Ganze irgendwie weicher und angenehmer. Und ich glaube, es gibt auch kein Motiv mehr, das ich jetzt ohne Braun irgendwie kolorieren könnte. Ich habe das dann halt ausgeschnitten mit meiner Schere. Natürlich nicht vor der Kamera. Ich wollte euch nicht langweilen. Das Ganze dauert dann auch zu lange. Habe mich dann entschieden, dass die Haare noch ein bisschen mehr Kontur bräuchten und habe dann, ich glaube, erst mit Schwarz angefangen und dann mit Braun das Ganze noch verstärkt. Mit meinem weißen Gelstift habe ich dann Highlights gesetzt auf die Wangen und ich habe mir ein paar Gelstifte genommen. Das ist so ein
Magenta, lila Ton und habe dann angefangen, die Punkte nochmal hervorzuheben. Die Gelstifte oder die Glitzergelstifte, die schimmern natürlich auch schön. Das gibt dem Ganzen noch ein bisschen, ja, ein bisschen mehr und sieht einfach auch ganz nett aus. Hier habe ich einen lila Ton, das ist so ein metallischer. Ich sage ja immer wieder, guckt, was ihr habt und nutzt es. Und das ist ja wirklich kein Hexenwerk, das sind wirklich einfach nur Punkte setzen, das Ganze wiederholen. Aus dem Action Slimline Set habe ich jetzt diese Wolken verwendet und habe die aus Etikettpapier quasi gestanzt. Ich glaube, das ist mit die einzige Stanze, die ich noch nie wirklich als Kartengrund benutzt habe, weil ich einfach nicht der Szenetyp bin. Aber ich fand, dass hier die Wolken ganz gut passen würden, von der Größe her auch in meinen Planer. Habe die jetzt mit den gleichen Farbtönen, die ich vorhin zum Mischen benutzt habe, ein bisschen an den Kanten eingefärbt. Habe dann halt hier so ein bisschen variiert, rosa, rot und wieder hellblau. Ich habe, glaube ich, die Wolken jeweils dreimal ausgestanzt. Die waren drei Stück im Set und müssten ungefähr um die 9 gewesen sein. Hier ist das Lila. Ich glaube, das Dunkelblau habe ich ausgelassen. Ich habe nur Hellblau verwendet. Ja, sind 9 Stück. Hier nehmen wir wieder die flüssige Glitzerfarbe vom Action. Auch die wird quasi nur zum Sprenkeln verwendet. Hier habe ich meine Spritzbox rausgeholt, damit ich meinen Tisch nicht komplett versaue. Aus dem Reststück von Etikettpapier habe ich dann noch meine Wochentage ausgeschnitten. Dafür habe ich natürlich die erstmal gestempelt. Ich habe die auch schon ein bisschen etwas anders angeordnet und habe dann diesmal auch ein bisschen experimentiert. Habe drei Farben genommen: Dye-Inks in Pink, Hellblau und Lila und habe die so ein bisschen im Verlauf quasi eingefärbt. Ich habe dann das Blaue nochmal wiederholt, weil mir die Farbe dann zu schwach war im Vergleich zu den anderen zwei Tönen. Da war das Lila schon sehr kräftig, das Pink auch. Und nach wiederholtem Stempeln fand ich, dass die Intensität besser war und das Ganze irgendwie besser auch zueinander passte. Das Wochenstempelset ist übrigens auch vom Action. Hier habe ich meine Wochentage-Stempel, beziehungsweise die benutze ich ja schon seit Ewigkeiten oder das ganze Jahr schon durchgehend eigentlich. Ich habe nur nicht für jede Woche geschafft, meine Wochenplaner zu gestalten. Aber die Wochen, die ich gemacht habe, sind alle mit demselben Stempelset entstanden. Das ist von, ja, ich komme gleich drauf. Oder ich gucke einfach nach. Kreativ zeitlos ist das. Die werden natürlich wieder gereinigt und weggepackt, damit ich die auch wieder verwenden kann und wiederfinde. Ja, dann wird das auch wie immer ausgestanzt. Und dann habe ich angefangen, wie eigentlich auch ziemlich in letzter Zeit oft, das Ganze zu unterteilen. Auch hier habe ich verschiedene Gelstifte verwendet, die farblich halt sich ein bisschen dem ganzen Gesamtbild anpassten. Also oben in einem Rosaton und dann in der Mitte mit einem türkisfarbenen. Und ich habe dann geguckt, wo das ungefähr sitzt, habe dann jeweils zwei Linien gezogen, die so ein bisschen ungerade sind, mit Absicht. Und unten habe ich dann halt mit Lila weitergemacht. Und so unterteile ich halt meinen Wochen. Das letzte Kästchen wird dann nochmal halbiert. Hier messe ich ungefähr aus, wo die Hälfte sitzt. Hundertprozentig ist das nie, aber es ist schon ganz hilfreich. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch das Ganze zusammensetzen, aufkleben. Hier sind die Wolken, die sind inzwischen getrocknet. Mein kolorierter Digi-Stempel, den habe ich übrigens auf Karteikarte gedruckt. Deswegen ist er was kräftiger, aber zum Kolorieren braucht ihr auch etwas stärkeres Papier. Also das habe ich mit Etikettpapier ausprobiert und ganz ehrlich, das ist nicht meins. Da hält die Farbe nicht so oder verhält sich die Farbe nicht so, wie man es gewohnt ist und man muss da höllisch aufpassen, dass man dann nicht zu viel Wasser verwendet. Und ja, das hier ist Etikettierpapier, das heißt, es ist selbstklebend. Ihr braucht nur die Rückseite abziehen und dann könnt ihr eure
selbstgemachten Sticker in dem Fall quasi selbst ankleben. Und das ist auch das Schöne bei Etikettierpapier, es ist weiß, ihr könnt es wie in dem Fall hier komplett einfärben, ihr könnt stempeln, ihr könnt stanzen, ihr könnt damit so viel machen. Ich verteile meine Wolken überall so ein bisschen und hier ist auch schon der Woche 36 Stempel. Jetzt die Wochentage natürlich auch von Hand ausgeschnitten, klebe ich dann halt auch. Verteile das ein bisschen, so wie ich denke, was für mein Auge angenehm ist. Und da fand ich dann, habe ich mich einfach an die Platzierung der Wolken so ein bisschen orientiert. Ich wollte die nicht komplett verdecken. Ich wollte halt, dass die auch nur so ein bisschen durchkommen. Da passte das auch irgendwie nicht so ganz mit meiner Aufteilung der Wolken. Ich hätte viel mehr zum Beispiel in Blau machen müssen als jetzt in Rot. Aber okay, man ignoriert das ein bisschen. Dann trage ich nur noch die Wochentage ein und dann sind wir eigentlich schon so fast durch, sage ich mal. Ich habe dann noch eine Stanze genommen und hier seht ihr Sticker, also Konturensticker. Ich habe dann einfach hier zum Beispiel das sozusagen das Negativ verwendet und habe das gestanzt. Bei den oben im Bild habe ich eine Ecke von den Stickerbögen, die quasi eigentlich als negativ weggeschmissen werden, verwendet und habe die einfach gekurbelt. Die Folie ist ja selbstklebend und da habe ich mir gedacht, ich bin kein Fan von Konturenstickern, aber warum soll ich mir jetzt aus Papier oder irgendwie sowas was stanzen und das dann mit Kleber ankleben, wenn ich doch sowas im Haus habe? Also es ist auch eine Art von Recyceln oder halt zweckentfremden. Aber ich denke immer, was da ist, kann benutzt werden, manchmal halt nicht auf die gewohnte Art und Weise. Und ich habe hier diese Sternchen überall verteilt und ich finde, das passt irgendwie alles gut zusammen. Und ja, jetzt sind wir tatsächlich durch und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könntet das eine oder andere mitnehmen. Wie gesagt, eins zu eins müsst ihr überhaupt nicht nachbasteln, Ideen holen und selbst interpretieren. Das ist eigentlich das, wo ich eigentlich hin möchte mit euch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.